Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie. Ja. Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Wow. Alter, das Ding wird ja... Der Kreis wird ja auch noch enger. Wo ist... Wo bist... Alter, ich... Wo, Alter, Alter, Alter. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Oh, nein. Ja, alle... Scheiß, Alter, Mann. Jetzt hau dir doch mal die Scheißspritze rein. Oh. Du Eumel. Oh, jetzt muss ich die ganze Piss nochmal machen. Entschuldigung. Das ist doch scheiße. Okay, ist natürlich auch meine Schuld. Ich kann nicht großartig gut schießen. Aber wir sind jetzt nicht wieder am Anfang, oder? Oder doch? Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Ja, er scheint zwischendurch gespeichert zu haben. Das ist gut. Also nein, ich bedauere es nicht. Kann ich eigentlich mit der Axt bei denen irgendwas machen? Das würde mich interessieren. Okay, gut, den habe ich jetzt gesehen. Kannst dich gleich wieder hinlegen, du Penner. Alter, wo kommst du? Ja, natürlich. Natürlich, erstmal wieder. Schön. Beeilung, Sebastian. Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch hält. Ja. Hä? Oh. Oh, wo, 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 wo. Wo bist du? Okay, schießt er immer noch. Können wir jetzt bitte weitergehen? Danke. Oh, Alter, eine Kugel, eine ganze Kugel. Oh. Es ist zwar irgendwie sehr cool gemacht, aber für jemand, der nicht gut ballern kann, das ist... Ich versuche ja echt krampfhaft vorher schon zu sehen, wenn einer aufsteht. Aber ich habe das Gefühl, da verschwende ich viel zu viel Muni dran. Oh, was haben wir hier? Voll. Verdammt, mein Hoffmann, was ist los? Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, wo? Hier wird's ziemlich wo? Heiß. Wo? Wo denn? Ich sehe euch nicht, Mann. Wow. Alter. Alter. Oh, sag mal, hör mal auf. Hallo. Oh, die Alte muss doch noch im Weg rumstehen, ey. Oh, jagt dir bloß die Spritze rein, Mann. Hallo, warum die... Wow, 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 wow. Nein, doch, der kommt von da. Der... Oh Gott, die kommt von allen Seiten. Die kommt von allen Seiten. Oh, oh. Das war jetzt auch... Komm, den habe ich doch mit erwischt. Den... Jetzt schieß, Mann. Oh. Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Das ist die Frauenruhe, Penner. Oh. Alter, was für ein beschissener... Kann ich irgendwie heilen? Nee. Cool. Im ersten Mal konnte ich, wo ich das mit Joseph irgendwie so einen Dreck machen musste, konnte ich sie wenigstens heilen. Hier ist das nicht der Fall. Er läuft wieder! Wir müssen raus. Los! Laufen Sie! Fast geschafft!
tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Na, geil. Kapitel 14. Ein Nach Altar in Flammen. Bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. So sieht's aus. Jetzt muss ich erstmal checken. Okay, laden. Ja, war glaube ich schon vollgeladen. Oh, ey. Ich würde mir zu gerne eine Spritze reinhauen, aber ich habe noch ein wenig Hoffnung, dass wir irgendwo noch einen Kaffeeautomaten finden. Vielleicht ist die Hoffnung auch vergebens. Ah, Suppe, 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 Suppe. Nein, eine Flasche. Egal. Oh, Kaffee wäre jetzt geil. Kaffee wäre sehr geil. Was haben wir hier noch? Schießpulver. Und ich weiß, was ich auch auf jeden Fall machen werde. Und zwar die Explosionsbolt nochmal schön. Oh. Ne, können wir nicht nehmen. Nochmal schön auffrischen. Und mir auf jeden Fall Spritzen bauen. Weil ich werde mir, denke ich mal, mitten im Kampf dann auch irgendwelche Sachen zusammenklöppeln müssen und ja. Und es sieht halt einfach verdammt nochmal danach aus, dass jetzt schon der Endkampf wäre, aber theoretisch fehlt noch ein Kapitel. Also ich weiß nicht, ob es hier auch wieder 15 Kapitel gibt. Aber irgendwie fühlt sich noch, es fühlt sich schon nach Endkampf an, aber weiß nicht, wird für mich jetzt vielleicht noch keinen, ja, Sinn machen oder so. Weiß nicht, irgendwas muss noch kommen. Aber das habe ich generell bei den Spielen immer so im Hinterkopf so, naja, es könnte ja noch was, es könnte noch was, es könnte noch was. Freue dich nicht zu früh. Meistens freue ich mich halt zu früh. Naja. Oh, Theodors Manuskript 1. Dieser Ort, Julien, hat unglaublich Potenzial. Und Mobius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschafft haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter, ihre Erinnerungen, alle überschrieben und neu programmiert, alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis, dem Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte meine eigene geistige Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. Also wieder mal ein Freak, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Oh. Okay, ich dachte, jetzt kommt vielleicht eine kleine Zwischensequenz oder so. Ja, aber diesmal ist es anders. Natürlich. Sie kommen nicht davon. Genau. Na, ich weiß nicht, ich schaue mich hier nochmal ein bisschen um. Ich will ja auch nicht irgendwie was Wichtiges übersehen. Zettelchen oder so. Ich habe wahrscheinlich ein paar übersehen. Also vielleicht finde ich ja noch zwei oder so. Ist ein bisschen schade, weil ich nehme halt immer echt alles gerade, alles gerne vom Spiel mit. Auch besonders, was jetzt hier so. Hallöchen. Was jetzt so Hintergrundinfos und sowas sind, was halt einfach zur Story dazugehört. Wir kriegen viele Kräuter. Immer schlechtes Zeichen, wenn wir viel Zeug zum Aufleveln kriegen. Okay, bei ihm ist das nicht so. Ich würde mal kurz gucken hier. Guckt mir so komisch. Ich werde es mal versuchen. Okay. Nein! Tschüss. Hoffentlich geht die Tür gleich wieder zu. Alles klar, da haben wir einen Spiegel. Weiß nicht. Ich werde trotzdem mal durch die andere Tür gehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt dann, dass es die Tür ist, durch die ich auf jeden Fall gehen muss. War die nicht hier wo gewesen? Ah, die war es gewesen.
Ich gehe nochmal zurück. Sorry, sorry, sorry. Weil da haben wir ein Spiegelein. Ein Spiegelein. Ja, ich komme gleich. Verbesserte Tasche. SG-Munition. Habe ich ja auch voll. Dürfte man auch so schaffen, oder? Hat da hier noch was? Nö. Voll. Naja. Können wir was besseln? Und, genau, bevor ich es vergesse. Das hätte ich vielleicht schon mal vorher machen sollen. Ab und zu mal reinschauen, weil es halt mitten in die Story gerade, glaube ich, reingepasst hat. Wir haben einiges an Dias. Ah, siehst du. Na, wir gucken mal. Also, es wird jetzt viel Gelaber, denke ich mal, geben, aber es ist halt normal bei dem Spiel. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Die Sache mit Beacon hat mich für immer verändert. Dann hoffen wir, dass es nach deinem zweiten Mal im Sim besser läuft. Ich bin mir nicht sicher. Letztes Mal konnte ich mir noch einreden, dass alles ein Albtraum war. Diesmal geht das nicht. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Immerhin wird diesmal keiner versuchen, dir einzureden, dass du verrückt bist, wenn du rauskommst. Du meinst, falls ich rauskomme? Davon gehen wir mal aus. Selbst wenn. Vom Stem bleibt immer etwas in dir zurück. Es gräbt sich in deinen Verstand. Du bist diesmal besser vorbereitet. Verliere nie das Ziel aus den Augen. Ja. Okay, du hast recht. Danke, Kidman. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Myra hatte die ganze Zeit recht. Ich hätte ihr glauben sollen. Aber ihre Theorien waren so unglaublich. Unglaublich. Aber alle wahr. Ja. Und verrückter, als ich es mir je vorgestellt hätte. Die Wahrheit soll einen doch frei machen. Warum fühle ich mich dann so gefangen? Selig sind die Unwissenden. Sobald man weiß, was im Hintergrund passiert, gibt es kein Zurück mehr. So war es mit Myra. Sie war ein guter Detective. Sogar besser als ich. Sie suchte nach der Wahrheit und wurde von ihr gefangen. Du hast die Chance, dich zu befreien. Euch alle zu befreien. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Ich bin schon so lange am Boden. Nach Beacon und dem Verlust meiner Familie ging es mir so dreckig. Du hättest mir danken sollen, als ich dich fand, statt mir deine Waffe vors Gesicht zu halten. Tja, naja. Das schien mir damals eine gute Idee zu sein. Ich war noch etwas betrunken. Es tut mir leid. Ist schon okay. Ich hätte an deiner Stelle dasselbe getan. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die Zukunft schon. Das gefällt mir, Sebastian. Lass dich nicht von den Bastarden unterkriegen. Werd ich nicht. Eher krieg ich sie unter. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst im KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe. Und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch, du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet.
Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Kirtman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif. So klug. Und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Bist du da, Kidman? Für dich? Immer doch. Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven, meinst du? Besser Mobius als irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius, keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht. Ja, alles klar. Das haben wir jetzt auch. Und ja, ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt so kurz vor Ende erst bringe, ich jetzt wirklich zwischendrin machen sollen, aber ich wollte es trotzdem zeigen. Also sorry nochmal, dass das hier mehr eine Dia-Show oder die Folge jetzt mehr eine Dia-Show war als alles andere, aber es geht dem Ende zu, also will ich nochmal was fangen. So, herstellen. Ja, Flammenwerfer, da müsste ich zwei Tanks finden, da habe ich aber keinen Bock, das nochmal zu suchen. Hier, Explosionsbolzen, wie viel können wir denn da noch? Oh, wir können bis 3. Halt. Na gut. Schade. Waffenverbesserungen. Aber Waffenteiler können wir hier. Ja, Sturmgewehr. Moment. Ach, stimmt, das haben wir ja von Dings gekriegt. Ah, okay. Wisst ihr was? Lege ich mir das mal hier unten hin? Ich habe gerade mal 30. Ich brauche Teile dafür. Warte, warte. Wir haben noch genug. So, Verbesserung. Dann werden wir das Ding gleich mal verbessern. Feuerkraftmagazin, das ist eigentlich relativ. Jo, machen wir. Machen wir.
Machen wir. So, hier brauche ich 400, ich habe bloß 305. Bringt mir noch nicht wirklich was. Ja, vielleicht dann Magazingröße doch, dann kann ich mir noch ein paar mehr herstellen. Bäh. Finde ich gerade toll. Warte mal, nehmen wir noch mal. Lad voll. Ach komm. So, oh Gott, ich habe bloß noch eine Spritze. Ich muss mir Spritzen herstellen. Gut, dass mir das jetzt schon auffällt. Herstellung, Spritze. Also. Vielleicht finden wir zwischendurch noch eine. Ja, wer weiß, man muss nicht zu viel. So, ich habe noch ein bisschen grüne Suppe gefunden. Wie viel habe ich denn da? 5000, das wird, glaube ich, nicht großartig für was reichen. Egal, alles klar. Ich speichere nochmal. Übliche Prozedere. So. Und da wird es dann. Ja. Na. Dann wird es jetzt weitergehen. Mein Gott. Auf der Suche.